drauf. Ich glaube, die ist zu hell. Ich habe leider eine viel zu helle Foundation genommen. Nächstes ist der Concealer für 7 Euro. Der ist sogar dunkler als die Foundation. Aber das war irgendwie voll schwer in dem Licht, das zu entscheiden, was da zu meiner Hautfarbe passt. Puh, ich müsste den Concealer auf jeden Fall gleich setzen. Der setzt sich hier ein bisschen ab. Verblenden und danach gleich setzen. Zum Setten habe ich jetzt dieses lose Puder. Das war im Abverkauf und das hat nur 2,99 € gekostet. Ich pudere damit jetzt einfach mein ganzes Gesicht ab. Diesen Blushstick freue ich mich schon die ganze Zeit. Soll jetzt Farbe in mein Gesicht bringen. Oh mein Gott, ich liebe die Farbe jetzt schon. Ist echt smooth. Schaut mal, wie schön der ist. Ah! Als nächstes haben wir hier diesen Bronzer. Ich muss aber sagen, die Verpackung fühlt sich sehr nach Plastik an. Die gefällt mir nicht so. Wenn ich mit dem Bronzer rübergehe, dann geht irgendwie das Make-up ab. Weiter geht es mit diesem Glow-Stick, mit diesem Highlighter-Stick. Und ihr seht schon, der ist krass. Der ist echt schön. Ich habe keine Zeit mehr, aber im nächsten Part schminken wir uns mit dieser Palette. Was soll ich dazu? Schaut euch den nächsten Part an. Dort verlosen wir auch euer Geschenk.